Willkommen zum nächsten Gruppenspiel in der Gruppe A zwischen den Niederlanden und Ecuador. Die Regeln hier, wie immer, relativ einfach. Es wird fünfmal geschossen. Man schießt hier von der Mittellinie auf das gegnerische Tor und der Gegner steht hierbei jeweils auf dem Elfmeterpunkt. Und wer nach fünf Schuss gewonnen hat, hat auch dieses Gruppenspiel gewonnen. Wir beachten hier jetzt, dass wir nach fünf Schuss, sprich wenn die erste Mannschaft dreimal geschossen hat, die Seiten wechseln, sodass beide Mannschaften auch in etwa gleiche Chancen haben. Wenn dir dieses Video gleich gefällt, dann abonniere doch unseren Kanal und drücke auf die Glocke, somit verpasst du zukünftig kein weiteres Video. Entschieden wurde hier, dass die Mannschaft aus den Niederlanden den ersten Anstoß hat. Und so geht der niederländische Spieler zum Tor, zum Ball und schießt auf das Tor von Ecuador. Der ist ein bisschen schwach drauf auf der Brust. Einmal gestärkt, wieder aufs Feld und 1:0 für die Niederlande. Nun Ecuador. Mit dem ersten Schuss und der Torwart hat gehalten. Weiterhin 1:0 für die Niederlande. Die Niederlande nun mit ihrem zweiten Schuss. Der Spieler geht zum Ball. Schießt und Pfosten. 1:0 für die Niederlande. Nun Ecuador am Ball. Schießt und Tor. 1:1. Ausgleich. Das heißt, nach jeweils zwei Schüssen und kurz vor der Halbzeit steht es 1:1. Niederlande nur am Ball und erhöht auf 2:1. Wir haben gesagt, nach der Hälfte der Schüsse werden die Seiten gewechselt. Demnach nun Ecuador am Ball mit dem dritten Schuss. Schießen und 2:2. Die Niederländer nun mit ihrem vierten Schuss gehen zum Ball, schießen und Tor. 3:2. Ein torreiches Spiel. Ecuador nun ebenfalls mit dem vierten Schuss. Schießt und Tor. 3:3. Nun die Niederländer mit ihrem letzten Versuch, das Spiel für sich zu entscheiden. Schießen und Tor. 4:3. Ecuador kann jetzt noch ausgleichen. Schießt mit dem fünften Schuss und zu schwach. Hier erfolgt erstmal eine Auswechslung. Und es erfolgt der fünfte und letzte Schuss für Ecuador. Tor. Ausgleich. 4:4 trennen sich in diesem zermürbenden Spiel die Niederlande und Ecuador. Zumindest, wenn ich hier mal richtig mitgezählt habe. Es waren schon ganz schön viele Tore. Wir hoffen, unser Video hat dir gefallen. Abonniere doch einfach unseren Kanal, drücke auf die Glocke und du verpasst zukünftig kein weiteres Video mehr.